Guten Tag, Servus und Grüß Gott. Ich begrüße Sie herzlich zur Atlassian Remote Session zu dem Thema Atlassian Server, Data Center oder Cloud. Bekanntermaßen sind ja alle guten Dinge drei und so hat auch Atlassian drei Technologieplattformen, auf denen wir unsere Produkte anbieten. Die erste bekannteste Variante ist Server. Server kann behind the firewall installiert werden, ist eine On-Premise-Lizenz, kann sowohl im Housing, sprich Outsourcing, als auch in Ihrer internen IT betrieben werden. Bei Server handelt es sich um eine Einmal-Lizenz mit jährlichen Wartungsgebühren. Wenn es dann in größere Teams geht, wenn es um Hochverfügbarkeit, um skalierbare Performance geht, dann gibt es die Variante Data Center. Die Variante Data Center läuft ebenfalls behind the firewall und als Lizenztyp kommt hier eine jährliche Subscription, die ebenfalls auch die Wartungs- und Supportgebühren beinhaltet. Die dritte Option ist dann eine Installation in der Cloud. Atlassian arbeitet hier mit Amazon Web Services zusammen und die Cloud-Variante zeichnet sich dadurch aus, dass wir sie sehr schnell bereitstellen können, verfügt über eine limitierte Funktionalität und der Lizenztyp ist ebenfalls eine jährliche Subskription. Womit soll ich denn beginnen? Server oder Data Center oder doch Cloud? Wir betrachten einmal die unterschiedlichen Installationstypen. Eine Server-Variante, die ich hinter der Firewall einsetzen kann, ist dann für mich die richtige Lösung, wenn ich eine hohe Anpassbarkeit benötige, wenn der Ausfall dieser Anbindung für mich nicht unternehmenskritisch ist und wenn ich schnell zu einem ersten Ergebnis kommen möchte. Nachdem ich dann mit der Server-Variante erfolgreich war, mehr Teams oder mehr Kollegen und Kolleginnen mit dieser Lösung arbeiten, ist die Anforderung sehr oft, eine gute Skalierbarkeit zu erreichen. Das System muss trotzdem anpassbar bleiben. Und es sind dann sehr oft strategische bzw. geschäftskritische Anwendungen, die damit abgedeckt werden. An diesem Punkt geht es dann darum, was kostet mich der Ausfall einer Anwendung, die ich in Jira oder in Confluence erstellt habe und wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind davon betroffen, wenn dieses System steht. Cloud zeichnet sich dadurch aus, dass man diese Lösung ebenfalls sehr schnell bereitstellen kann. Sie können damit limitierte Anforderungen erfüllen. Sie haben keine so hohe Anpassbarkeit wie bei Server oder Data Center. Und sehr oft ist es ein Startpunkt für eine Data Center Implementierung, da es sich hier um den gleichen Lizenztyp, um die gleiche Kostenart handelt, eine jährliche Subskriptionslizenz. Einen weiteren Trend sehen wir bei Kunden, die zuerst mit Cloud begonnen haben und dann einen Bedarf haben an höheren Anpassungen, sehr viel Customizing betreiben wollen und diese Kunden werden dann ebenfalls von den Atlassian Solution Partnern dabei unterstützt, eine Cloud-Installation teilweise oder vollständig nach Data Center zu migrieren und diese Anwendung, die dann eine unternehmenskritische Anwendung ist, hinter der Firewall zu betreiben. Eine weitere Variante ist dann die Migration einer Serverinstallation nach Cloud. Wie schon erwähnt, schnelles Bereitstellen, geringe Anforderungen und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit. Was steckt denn hinter Data Center, hier mal schematisch dargestellt? Die Server-Variante ist sicherlich die bekannteste Variante und eine Server-Variante hat die Vorzüge, dass Sie sie hinter der Firewall betreiben können, eine hohe Anpassbarkeit, jedoch mit dem Nachteil verbunden, dass ein Server eben nur ein Server ist und keinerlei Ausfallsicherheit bedeutet. Atlassian hat mit der Data Center Plattform seit einigen Jahren eine Hardware- und Software-basierende Lastverteilung. Die Anwendung kann über mehrere Knoten verteilt werden. Wir unterstützen Datenbanken wie Amazon Aurora und sie verfügen im Hintergrund über ein geteiltes Speichersystem. Das heißt, Hilfsdaten, Plugins, Anhänge etc. werden ebenfalls lastmäßig verteilt. Der Aufbau und die Verfügbarkeit einer Data Center Plattform und einer Cloud-Variante sind sich sehr ähnlich,
Deswegen vergleiche ich hier zunächst eine Serverinstallation mit einer Cloud-Installation. Die Server-Variante gibt mir die Möglichkeit, dieses System hinter meiner Firewall zu betreiben. Ich habe eine hohe Anpassbarkeit und kann sehr schnell mit kleineren Teams starten und habe auch eine Wachstumsmöglichkeit innerhalb dieser Serverinstallation. Mit einer Cloud-Variante setze ich von Anfang an auf ein hochverfügbares System, wenn mir das mehr wert ist als die limitierte Anwendbarkeit von Plugins und Add-ons, bin ich in dieser Plattform richtig. Ich hoffe, ich habe Ihnen ausreichend Überblick gegeben, wann Sie welche Plattform auswählen. Server behind the firewall für kleinere Teams, um zunächst mal in einer Atlassian-Umgebung zu starten. Wenn die Teams größer werden, die Anzahl an Nutzer größer werden, dann wechselt man auf die Plattform Data Center. Wenn ich von Anfang an entscheide, ich möchte lieber in eine Cloud-Umgebung gehen, dann starten Sie einfach in dieser Umgebung und bei einem höheren Grad an Individualisierung haben Sie jederzeit die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihrem Solution-Partner eine Migration von Cloud auf Data Center durchzuführen. Weitere und zusätzliche Informationen finden Sie jetzt in diesem Video, welches anschließend an Sie verteilt wird. Hier gibt es Detailinformationen zu Jira Software Data Center, welche Produkteigenschaften diese Lösung mitbringt, Ähnliches für Confluence Data Center und zusätzlich noch weitere Informationen für größere Unternehmen, die an unseren Dienstleistungen interessiert sind, wie Premier Support oder technisches Account Management. Es gibt hier einige Links zu White Papers, die mir auch dann weiterhelfen, wenn ich nicht so sicher bin, wie setze ich denn jetzt das Data Center auf, wenn ich mir vielleicht noch ein Webinar anschauen möchte, wenn ich in Tiefe vergleichen möchte, Data Center oder Server, wenn ich daran interessiert bin, wie die Data Center Architektur aussieht. In weiterer Folge gibt es dann auch noch Unterlagen zu, wie installiere ich, verteile ich Data Center, wenn ich AWS oder Azure als Housing-Plattform auswähle. Es gibt noch einen Link zu einem Jira Service Desk Portal und auch aktuelle Informationen zu Docker Images. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank. Die Links müsst ihr natürlich nicht abtippen. Wir stellen euch die Folien auf der Agenda auch zur Verfügung. Aber so viel zur Theorie. Christian Kienzel hat ebenfalls einen Vortrag aufgezeichnet, um uns zu erklären, warum Sie von Confluence Server auf Data Center migriert sind. Außerdem erhalten wir exklusive Einblicke in das Linchpin-Projekt, das von unserem Wiener Partner Celix abgewickelt wurde. Hallo, mein Name ist Kienzel Christian. Ich darf euch recht herzlich zu meinem Vortrag Jira und Confluence Data Center in der Salzburger AG begrüßen. Diesmal per Video Remote. Wir hätten euch natürlich sehr gerne physisch besucht. Momentan etwas problematisch in der Lage, aber es ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja technologisch in der Lage, das alles zu machen. Ich werde euch in den nächsten paar Minuten näher bringen, warum haben wir uns für Data Center entschieden? Was sehen wir als großen Vorteil daraus? Ich möchte euch auch ein paar Statistiken zeigen zu dem Ganzen, damit man auch untermauern kann, wo unsere Sinnfindung dabei ist und dann auch natürlich, wie wir Linchpin einsetzen werden bei uns auf unserem Data Center. Und da würde ich auch gleich mit der Agenda beginnen. Warum Data Center? Dann, wie erwähnt, einige Statistiken zu unserem Jira und Confluence. Wir verwenden ja beides als Data Center. Wie haben wir das Hardware- und Netzwerktechnisch aufgebaut? Auch immer sehr spannende Frage, speziell für die Techniker unter uns. Wie verwenden wir Linchpin? Wie sieht es aktuell aus? Ich werde das dann vorzeigen. Dann natürlich einige Punkte zum Linchpin. Also gerade News und Events werden bei uns sehr gut angenommen für die interne Kommunikation. Und wie wir auch Confluence bei uns im Unternehmen einbringen und zu welchen Bereichen.
Zu Beginn möchte ich was über die Salzburger AG sagen. Wir haben aktuell rund 2.300 Mitarbeiter. Dabei sind ungefähr 1.200 im externen operativen Betrieb und der Rest sind quasi Büroarbeitskräfte oder Führungskräfte. Confluence und Jira ist in den letzten Jahren für uns eine sehr wichtige Grundlage geworden für alle Tätigkeiten, die an einem Workflow orientiert sind. Das heißt, wir versuchen unsere Prozesse oder wir bilden unsere Prozesse darin ab. Begonnen haben wir dabei 2016 mit unserem Service Desk, den wir komplett in Jira abgebildet haben, ITIL-konform. Und dazu werde ich dann später noch etwas genauer etwas sagen. Dann zum ersten Punkt, warum haben wir uns für Data Center entschieden? Wir haben uns sehr bald für Data Center entschieden. Ich denke, es waren so 2, 3 Monate, nachdem es herausgekommen ist. Wir haben ein großes Projekt bei uns im Haus, Smart Meter. Das ist natürlich überall ein großes Projekt. Wir haben rund 150 externe Mitarbeiter, also Berater. Und wir haben eine Plattform gesucht, auf der wir gemeinsam mit diesen Beratern unsere Dokumentation schreiben können. Und da ist Confluence ganz stark in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben das anfangs als Serverversion betrieben und haben uns dann aber relativ schnell entschieden, auf Data Center zu wechseln. Und man sieht es ja auch auf meinen Folien, die Rechnung war relativ einfach. 150 Beraterstunden kosten uns mehr, also wenn wir die Jira Data Center Lizenz kaufen. Und vor allem so Ausfälle sind ja dann meistens nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich auch öfters. Das heißt, also 150 mal eine Stunde Ausfall. Und selbst wenn es nur 70 sind, mal 1,5 Stunden Ausfall, ist sicher noch teurer aus wie immer noch die Jira Data Center Lizenz. Gleiches gilt natürlich auch für Confluence. Also wir haben da einfach beides zusammengerechnet. Es war jetzt nicht schwer zu argumentieren bei uns. Ich habe es zuerst schon erwähnt, unser Jira Service Desk. Wir haben den 2016 eben implementiert bei uns. Wir haben die ITIL-Standardprozesse, Incident, Problem, Change, Standard-Change, Beschwerde und Anfrage bei uns abgebildet. Haben das jetzt auch ständig weiterentwickelt. Wir sind jetzt 2019, haben wir dann agile Frameworks eingeführt bei uns im Jira für alle 18 Fachbereiche des Unternehmens. Wir haben täglich rund 1.000 Mitarbeiter auf unserer Jira-Instanz. Ja, auch im Service-Desk-Bereich, also wir haben momentan 80 Agents und wir machen im Jahr so 45.000 Tickets in unserem Jira-Service-Desk. Das ist dann doch also für unsere Unternehmensgröße ein guter Durchsatz und da muss das einfach funktionieren. Um jetzt das nochmal darzustellen, wie groß sind unsere Instanzen, was geht da circa drüber? Ich habe das aufgeteilt in Jira und Confluence. Im Jira haben wir aktuell rund 1.000 User, über 150 Projekte und über 200.000 Tickets. Da habe ich dann noch ein paar so Kennzahlen. Also mein Lieblingskennzahl ist also erster Anruf bei Stillstand, also wahrscheinlich ganz sicher unter 30 Sekunden, dass das Telefon läutet. Im Confluence rüsten wir gerade auf 2.000 User auf, da wir ja alle bis auf einen bestimmten operativen Personalanteil auch ins Intranet bringen wollen. Deswegen 2.000 User. Wir haben 164 Bereiche im Confluence und mit einem Haufen Seiteninhalten. Die Reaktionszeit ist etwas langsamer, weil die Leute beim Dokumentieren etwas gechillter sind, also wenn sie was über ein Ticket bestellen. Und zurzeit sind wir zwei Administratoren, die das Ganze administrieren, weiterentwickeln, die ganzen Kundenwünsche aufnehmen, zum Beispiel auch das ganze Intranet entwickeln, natürlich mit technischer externer Unterstützung. Da möchte ich die Firma Celix aus Wien erwähnen, die uns hierbei sehr stark unterstützen, die auch schon einige Module für uns programmiert haben in Jira und Confluence. Und so konnten wir auch unsere Instanzen sehr gut individualisieren auf unsere Gegebenheiten. Dazu möchte ich sagen, also wichtigste Projekte im Jira, also wir haben unser Portfolio-Management und unser agiles Vorgehen im Unternehmen verheiratet im Jira
und gleichzeitig die Dokumentation ins Confluence hinübergezogen zu den Projekten. Das ist jetzt wieder eine eigene Geschichte. Das könnte ich wahrscheinlich in einem 2-3-Stunden-Vortrag euch zeigen, wie das funktioniert. Sehr spannendes Thema. Aber das heißt im Grunde, wir wickeln alle unsere Projekte im Unternehmen nur noch mit Jira und Confluence ab, sogar Wasserfall. Dann natürlich unser IT-Service-Desk, der heißt bei uns DT, weil wir sind ja jetzt agil und modern, jetzt heißt es nicht mehr IT, sondern Digital Technology, also DT. Auf der Confluence-Seite haben wir unser Smart Meter Pflichtenheft, das haben wir 2017 mal exportiert in Word. Da hat es schon 2.500 Seiten gehabt. Inzwischen haben da nochmal hunderte Leute hinein dokumentiert. Keine Ahnung, ob man das überhaupt nicht exportieren kann. Dann natürlich unser neues Intranet auf Linspin-Basis, auf das wir sehr stolz sind und das uns sehr viel Freude bereitet. Und natürlich alle unsere Bereichsdokumentationen, wo tagtäglich unsere Mitarbeiter alles, was sie dokumentieren müssen, dokumentieren und protokollieren. Also man sieht, es ist jetzt nicht mehr eine kleine Instanz und es wird ordentlich darauf gearbeitet und wir sind froh, dass die Atlassian-Produkte reibungslos in dem Umfeld funktionieren. Jetzt zum Technikteil. Also wie sieht unsere Hardware aus? Wie haben wir das netzwerktechnisch aufgestellt? Wir haben diese Folie schon am Start der Präsentation gesehen. Und zwar haben wir 3 Hardware-Server, HP Gen 10 mit 16 CPU-Cores, das sind so Gold-irgendwas-CPUs, dann einiges an RAM- und Festplattenspeicher. Auf jeder Node, also wir haben 3 Nodes, auf jeder Node läuft Jira, Confluence, ein Postgres-Cluster und ein HA-Proxy. Das heißt, der Minimalbetrieb wäre eine Node. Es wäre auch technisch noch vertretbar, wenn uns der Festplattenspeicher wegbricht. Selbst dann würde die Umgebung noch funktionieren. Und also, wenn dann alle 3 Nodes weg sind, dann haben wir eher ein gröberes Problem bei uns im Netzwerk. Und ja, bis jetzt muss man sagen, performance-technisch lasten wir die Maschine nicht ganz aus. Von der CPU her haben wir gelernt, dass man auf eine hohe Taktung achten muss. Ja, und sonst muss ich sagen, sind die Datacenter-Produkte sehr handsam. Das heißt, wenn ein Knoten ausfällt, kann man den ohne Bedenken wieder hochfahren und das funktioniert dann anschließend da wieder. Hatten wir erst einmal den Fall, dass uns tatsächlich 2 Nodes ausgefallen sind. Das war technische Gründe gehabt. Ein Cluster mit nur 2 Nodes zu betreiben, würde ich jetzt als technisch machbar, aber wenig sinnvoll erachten. Die restliche Umgebung, die wir verwenden, ist virtuell. Das heißt, wir haben virtuellen Crowd, wir haben virtuelle Reverse Proxies, die uns auf die Umgebung drauflassen und absichern nach außen. Diese haben wir jetzt nicht auf Hardware herausgezogen. Der Hauptgrund, warum wir Hardware verwenden, war die CPU-Leistung, denn diese hat in der Firmware einfach, die hat nicht gereicht. Ja, dann. Das wäre so viel jetzt zu der Hardware-Umgebung. Ich würde jetzt quasi live unser neues Intranet vorzeigen. Dazu wechsle ich den Darstellungsmodus und werde auch meine Bildschirmpräsentation noch einmal anders teilen. Moment. Ich mache einfach ganzes Bildschirm. Diesen. Das ist unser neues Intranet, das wir auf Linchpin-Basis aufgebaut haben. Es ist noch im Entstehen. Kurz zum Projekt selbst. Wir haben letztes Jahr im April begonnen mit einer Ist-Situation-Aufnahme des alten Intranets. Das alte Intranet haben wir auf IAM-Basis gebaut und das wollen wir jetzt nicht mehr, weil es ein hoher Aufwand ist, das weiterzuentwickeln und zu administrieren. Wir haben diesmal gesagt, wir wollen auf eine bewährte Lösung setzen und das war eben Confluence und da ist uns natürlich Linchpin genau recht gekommen. Technisch haben wir begonnen im Oktober das Ganze umzusetzen. Wir haben inhaltlich Berater von der Firma MHP, dann unsere 2 Administratoren und wir haben technisch die Firma Celix an Bord, die uns hier unterstützt.
Wir wollen im April machen wir einen Prigo live und im Juni gehen wir ganz live. Wir haben das Ganze agil aufgebaut, das heißt, das Projekt wird uns über die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall grundsätzlich mal beschäftigen und anschließend dann immer wieder mit Erweiterungen. Wir wollen Release-Pläne machen, also wir werden Release-Pläne machen, wo wir neue Features und Inhalte ständig anpassen. Für uns ganz wichtig im neuen Intranet ist es, das Ganze für den Mitarbeiter zu zentrieren. Deswegen haben wir das, ich werde das kurz erklären, auch so aufgebaut. Auf der linken Seite haben wir also Aktuelles, alles Aktuelle, das der Mitarbeiter konsumieren kann. Dann alles rund ums Unternehmen, welche Bereiche gibt es, welche Leitbilder vertreten wir, Organogramme. Dann alles rund um das Thema Arbeiten, alles, was der Mitarbeiter benötigt, um seine Arbeit zu erfüllen. Dann haben wir das Thema Service, das bedeutet, welchen Service kann der Mitarbeiter konsumieren, zum Beispiel Service Desk von Digital Technology oder Service Desk von der Personal oder eine Fahrzeugreservierung oder Catering bestellen. Dann haben wir meine AG, das betrifft jetzt den Mitarbeiter an sich persönlich. Hier kann er alle seine Dienste konsumieren, seinen Gehaltsübersicht, Arbeitszeitübersicht sehen, seinen Gehaltszettel ausdrucken, seine Vergünstigungen beziehen, alles, was ihm zusteht. Dann haben wir Communities gegründet. Da ist schon die erste Community, unser Impulse-Team. Das ist unsere Redakteurs-Community im Unternehmen. Zurzeit haben wir 65 Mitglieder, die aktiv als Redakteure hier im Intranet mitarbeiten werden. Und wir haben ein sogenanntes Leadership-Cockpit. Das ist für unsere Führungskräfte. Das wird dann auch nur für unsere Führungskräfte sichtbar sein. Aktuell sehen das noch alle, um das zu befüllen, wo auch die Führungskräfte Informationen finden. Dann haben wir die Startseite recht schlicht gehalten mit News-Einträgen, also mit Unternehmensnews und auch News aus den Fachbereichen sowie unsere Events. Ich habe schon im Preview gesagt, es kommt sehr gut an bei uns. Auch bei den Redakteuren kommt es sehr gut an, dass die jetzt selbst News eintragen dürfen. Dann ganz wichtig für uns ist eine Kollegensuche oder Schrägstrich das Telefonbuch, dass man Kollegen wieder findet nach Abteilung und auch Spezialisierung. Wir haben das jetzt mit einem eigenen Feld eingefügt, dass jeder seine Zuständigkeit und Spezialisierung nennen kann, damit man die Mitarbeiter auch themenbezogen schnell wiederfindet. Denn bei 1500 Mitarbeitern im Büro weiß man jetzt nicht immer gleich, wer für Jira zuständig ist, zum Beispiel. Und dann natürlich die wichtigsten Funktionen wie Speiseplan, ganz wichtig, wie funktioniert Impulse oder fehlt etwas? Ja, neu im Unternehmen, neue Idee und so geht das eben weiter. Und aktuell befüllen wir das Ganze mit Inhalt. Auch hier wieder ganz wichtig für uns, ein Intranet muss immer verfügbar sein. Deswegen haben wir auch uns auch hier wieder für Confluence Data Center ist natürlich, da spielt uns das sehr gut hinein. Auch, man muss ja sagen, die ganzen Mitarbeiter sind ja das immer gewohnt, dass sie Dienste immer pausenlos konsumieren können. Ist ja schon gewohnt durch Google, Facebook, das ist ja immer alles online. Und ein Serviceausfall bedeutet hier immer schlechte Publicity und reduziert natürlich auch die Annahme der Mitarbeiter, dass sie das Ganze konsumieren möchten. Ja, für Fragen stehe ich dann anschließend noch gerne zur Verfügung. So viel von unserer Seite der Salzburger AG. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Linspin hier einen sehr guten Partner gefunden haben und freuen uns schon auf zukünftige Projekte.